Hallo. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Seit 3 Wochen bin ich ohne jede Räuberbande. Und ich kann euch sagen, wenn man alleine ist, man muss immer auf der Hut sein. Überall Polizei, Polizei. Und seit 3 Wochen habe ich niemanden mehr ausgeraubt. Ja, und heute Mittag hatte ich mir da mal Gedanken gemacht, habe unter meinem Apfelbaum gesessen und überlegt, was könnte man da machen. Und wenn ich überlege, dann komme ich immer so ins Popeln. Ah, ich habe dann weiter überlegt, ja. Und auf einmal steht meine Großmutter da und sagte: Oberhäuber, Arnulf, was machst du? Ich habe natürlich den Popel direkt verstickelt. Und da habe ich mir überlegt, ich singe euch heute. Großmutter ist wieder weg. Ich singe euch heute ein freches Lied von einem vom Popeln. Wollt ihr ein Lied hören vom Popeln? Ich glaube, das wollt ihr alle hören. Aber bevor wir das Lied singen, muss ich euch noch zeigen, wie man richtig popelt. Man holt den Zeigefinger. Es gibt natürlich auch Leute, die holen den kleinen, aber da kommt man nicht so weit. Man holt den Zeigefinger, setzt ihn an, macht eine halbe Drehung nach links, eine halbe Drehung nach rechts, noch einmal nach links und nach rechts, damit alles gut passt. Und jetzt schiebt ihr den Finger so weit, wie es geht. Aber immer drehen, immer drehen. Seid ihr bereit? Holt euren Finger. Und Achtung. Und 3, 4. Und jetzt müsst ihr das Ganze wieder rausziehen. Habt ihr schon mal so einen Popel gesehen? Achtung. Oh, Tim, das war genau auf deine Nase. Oh, beim nächsten Mal passt du auf. Manchmal gibt es Popel. Ah, die habe ich so gerne. Die kann man ziehen wie ein Kaugummi. Naja, nicht so schlimm. Wisst ihr, wo ich früher meine Popel am liebsten hingemacht habe? Ich habe die linke Hand geholt. Geht genauso. Probiert's mal aus. Drehen links und rechts. Wenn mich dann der Lehrer beobachtet hat, unter die Schulbahn, und dort habe ich die größte Popelsammlung der Welt gehabt. Ja, also ihr könnt über das Popeln noch viel lernen. Das Lied ist ausgepopelt für jeden, der gern popelt. Das Lied ist ausgeknobelt für jeden, der gern popelt. Jetzt könnt ihr mitsingen. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la. Ihr müsst mal eure Mutter fragen, was eure Mama euch für einen Popel erzählt. Meistens sagt ihr: Lass das, lass das, lass das. Du warst schon wieder, lass das. Ja, aber wenn eure Mama mal gut gelaunt ist, dann fragt ihr mal so, wie das war, als die Mama noch Kind war. Was kann man von der Mama übers Popeln noch erfahren? Was kann man von der Mama übers Popeln noch erfahren? Sie wird erzählen, dass die früheren Popel besser waren. Sie wird erzählen, dass die früheren Popel besser waren. Was war besser? Die Popel, die Popel, die Popel, oh la la. Die Popel, die Popel, die Popel, oh la la. Spazieren gehen ist jetzt im Moment so eine Sache.
Eigentlich sollte man ja zu Hause bleiben, ist sicherer, ganz klar. Aber wenn sich das alles mal wieder ändert und ihr macht einen Spaziergang, ja, so irgendwo im schönen Wald, haltet Ausschau nach Postkutschen mit Goldschätzen, Gummidrohnen, ha, dann holt euren Finger, steckt die in die Nase und puppelt. Spazierst du auf der Straße, steck den Finger in die Nase. Spazierst du auf der Straße, steck den Finger in die Nase. Und irgendwo da hinten wirst du sicher etwas finden. Und irgendwo da hinten wirst du sicher etwas finden. Du hast schon was gefunden. Was hast du denn da gefunden? Oh, ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la. Jetzt habe ich mal eine Frage, geht ja um Schule. Ja, und in der Schule muss man immer was lernen. Wer hat die längsten Popel? Nein, die Ameise nicht. Nein, nicht die Ameise. Auch die Mäuse nicht. Nein, 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 nein. Du! Och, deine Popel. Ah, du kannst noch viel lernen über Popeln, ja. Wer hat denn die langste Nase? Ja, genau, Tim, die Elefanten. Die langen Eleganten, den haben die Elefanten. Die langen Eleganten, den haben die Elefanten. Und was haben die? Lange Popel, lange Popel, lange Puppel, oh la la. Lange Popel, lange Popel, lange Puppel, oh la la. Lukas? Hast du schon eine Freundin? Was? Du musst jetzt nicht rot werden. Hey, verliebt ist doch jeder irgendwo. Ja, Mirko, du hast eine Freundin, ja? Ha, dann gebe ich dir noch einen guten Tipp. Hast du mal eine Freundin, dann sei immer nobel. Hast du mal eine Freundin, dann sei immer nobel. Jetzt wär's peinlich. Und wenn sie dir ein Küsschen schenkt, schenk du ihr einen Popel. Und wenn sie dir ein Küsschen schenkt, schenk du ihr einen Popel. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la. Und jetzt alle zusammen. Wenn eure Eltern gerade nicht zusehen, machen wir einen wilden Räubertanz, einen Popeltanz. Holt die Finger, steckt ihn in die Nase und popelt. Ein Popel, ein Popel, Popel, oh la la. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la. Ich sehe ein Auto. Blau, mit Blaulicht drüber. Tja, sieht mir aus wie Polizei. Psst. Nichts verraten. Macht's gut. Bis bald.